Hör mal, hast du schon geduscht? Nee? Dann bist du hier sowas von richtig. Wir sind die Dusche danach. Ein wöchentlich erscheinender Podcast zum Thema Fußball. Wir haben witzige Intros. Ja, hallöchen, liebe Duschköppe. Sportliche Grüße aus Hamburg sendet euch euer Udo. Ich wünsche euch einen panikfreien Podcast und bis bald, ihr Lieben. Macht's gut, der Udo. Ja, lieber Udo, vielen Dank. Witzige Fun Facts. Horst-Dieter Höttges, seinerzeit Libero in Bremen, roch den Braten sofort und nahm den Schiedsrichter beiseite. Mensch, Wolf-Dieter, du bist ja total blau. Weil er auch eine lange Fahne hatte. Wir haben einzigartige Anekdoten mit Bernd. Man muss dazu sagen, dass den Bernd eigentlich das genaue Gegenteil von dem Soffi ist. Ne? Bei jedem persönlichen sozialen Kontakt kriegt den Bernd aber so richtig die Pimpernellen. Ne? Dem Bernd sein Körper fängt dann förmlich an, Alarm zu schlagen. Kompletter Ausnahmezustand. Die Hände werden schweißnass, die Pumpe läuft auf 180. Ne? Wenn der im McDrive an einem Bestellterminal steht, ne, dann ist er so nervös, dass er sich die Frage stellt, ob er den Automaten duzen oder siezen soll. Ne? Das und noch viel mehr erwartet euch bei die Dusche danach. So, ihr Duschköppe, jetzt wisst ihr Bescheid. Schaltet ein, wir freuen uns sehr auf euch.